Guten Morgen, liebe Einfach-Machen-Fans. Wir sind heute in Bern und wir werden das Interview führen mit der Frau Danzi. Wir wünschen euch viel Spass und enjoy the show. Ich bin Patricia Danzi, ich bin Direktorin für Entwicklungszusammenarbeit beim Bund, das heisst DEZA. Und im Moment bin ich verantwortlich, die internationale Entwicklungszusammenarbeit von der Schweiz zu koordinieren. Also der erste Traumberuf war bei meiner Grossmutter. Dort habe ich immer gesehen, dass Putzfrau immer ein Zünni bekommen. Da habe ich gefunden, Putzfrau, das wäre effektiv das. Aber ich habe noch null Talent für das. Und relativ später habe ich gemerkt, ich wollte einfach ins Ausland. Etwas machen mit Leuten und den Horizont erweitern. Und so genau war das dann nicht. Diplomatie hat mich interessiert. Und das hat mich dann sehr schnell ins Ausland gezogen. Also in der Schule habe ich immer geschaut, dass ich einen Fensterplatz hatte. Auch bei den Prüfungen und so, zum rausschauen und zum irgendwie inspirieren. Ich war relativ scheu, eher viel zugelassen, beobachtet. Und dann habe ich viel Rollen bekommen, im Kindergarten so zu vermitteln. Und ich war immer irgendwie so zwischendrin. Skimmy, das war relativ schnell, das ist klar gewesen. Und dann habe ich ein Stipendium bekommen, Sportstipendium in Amerika an einer Uni, wo ich dann Agronomie angefangen habe. Dann bin ich zurück in die Schweiz, die Uni Zürich. Und dann habe ich später noch ein Nachdiplomstudium gemacht in der Entwicklungszusammenarbeit. Es hat jemand von der University of Nebraska. Er sagte, hi Patricia, do you want a free ride? Ich sagte, what is a free ride? Ich sagte, ja, ein Stipendium, wird alles bezahlt. Du kannst gratis wohnen an der Uni, kannst gratis studieren an der Uni, kommst Sportausrüstung über. Und ich dachte, ja, doch, ins Ausland, das wäre jetzt noch gut, so ein free ride. Dann habe ich dem ja gesagt. Und das war einer der Fehler vom schnellen Entscheiden von meinem Leben. Dann hat es aber noch andere Calls gegeben, von anderen Unis, die eigentlich interessanter waren vom Studium her, aber auch von der sportlichen Seite mindestens so interessant. Und dann darf man nachher nicht mehr, es ist ein bisschen wie bei den Verträgen vielleicht von den Fußballern, darf man nachher nicht eine andere Uni unterschreiben, wenn man noch nicht unterschrieben hat. In der Zeit, als ich studiert habe und mit diesen Stipendien, hätte ich müssen warten. Ich hätte mich müssen informieren. Aber ich wollte wirklich ins Ausland gehen und dann gefunden, die Chance kommt nicht normal. Also ist es so, dass man, wenn die Chance kommt, muss man entweder entscheiden, packt man sie, vielleicht kommt er besser oder vielleicht kommt gar keine mehr. Von dem her ist klar, dass man ab und zu muss zugreifen und nicht bereuen, aber dort hätte ich effektiv können, ein bisschen besser mich informieren. Und das heisst, sich informieren, bevor man eine Entscheidung trifft im Studium, ist sicher keine schlechte Sache. Und zwar gut in dem Bereich, dass wir ein relativ kleines Land sind. Und wenn ich jetzt anschaue, was man alles erreichen kann, vor allem auf der internationalen Bühne, auf den internationalen Gremien oder auf multilateraler Ebene, wie in den Orten wie New York, oder in Rom oder in Paris, wir sind ein kleines Land, das aber sehr, sehr viel Expertise bringt und sehr seriös sich immer auf die verschiedenen Dossiers vorbereitet. Und es klingt ein bisschen altmodisch, aber ein neutrales Land in einer heutigen Zeit hat extrem viel Bedeutung. Die Leute zusammenbringen, verschiedene Meinungen, auch mit diesen Ländern zusammenarbeiten und versuchen zu verstehen, ihre Positionen, die nicht unbedingt like-minded Länder sind, die ein bisschen weiter weg sind von uns, auch geografisch. Man kann auf uns zählen während Jahren und dass man die Gelder kann sprechen während über Jahre auf einem gewissen Niveau, ist super. Und dass man hört das auch immer wieder, wir sind sehr präsent. Also unser Aussennetz ist extrem gross. Und das heisst, wir kommen mit über, was in diesen verschiedenen Ländern läuft, nicht von anderen, sondern selber. Und das gibt uns im internationalen Gremium eine recht starke Position. Sicher all das, was wir machen in der Friedensbildung, in der Armutsbekämpfung, das sind Sachen, die in der Agenda der Länder sehr, sehr hoch stehen. Es gibt ja die 17 Entwicklungsziele, die globalen. Und dort haben wir eigentlich fast in jedem von diesen Entwicklungszielen hat die Schweiz eine Expertise und etwas zu sagen. Und
dass wir den Kompromiss sozusagen leben. Und jetzt sehe ich das, komme ich das noch mehr mit, über wirklich von innen. Und das ist eigentlich das, was man dann auf internationaler Ebene braucht, um so grosse globale Themen vorwärts zu bringen, wie das Klima oder jetzt auch wie alles, was mit der Pandemie zusammenhängt. Da geht es nicht nur um etwas, um meine Position und habe ich jetzt recht oder nicht, sondern wie kann man das zusammenführen. Dort habe ich jetzt, ich habe zum Beispiel bei vorletzter Woche bin ich in Afghanistan gewesen. Und dann, es fragt einen oft Länder, wo man eigentlich das gar nicht erwartet. Wie macht ihr das? Wie bringt ihr die verschiedenen Ideen zusammen? Könnten wir so ein Modell auch aufbauen? Was braucht es dazu? Viele von den Leuten, die die Welt verändert haben, über die Zeit, wenn man Geschichte anschaut, die haben das gar nicht mehr selber wirklich erlebt oder wirklich realisiert, sondern es ist dann später, ist es dann wirklich zum Tragen gekommen, was das alles verändert hat. Aber ich denke schon, ja. Man sieht es vielleicht selber nicht immer sofort, aber ich denke schon. Also die Influencers, ja. Die können sehr viel bewegen. Und das, all das, wo jetzt die Chancen mit denen Mobiltelefon, mit der Schnelligkeit, wo Information durchgeht und auch wer die anschaut, das hat eigentlich alle fast von der ganzen Welt haben, mehr oder weniger. Zugang zu diesen Kanälen. Und das verändert extrem Sachen. Es kann auch gewisse Gefahren natürlich beinhalten, wie alles. Aber dass die Offenheit und dass man die Information abholen kann, nicht nur was vorgegeben, sondern viel, viel breiter, das ist sicher ein Riesenschritt in eine ganz andere Art und Weise, Sachen zu sehen oder auch Prioritäten zu setzen. Ja, also ich bin Optimist. Fast alles hat irgendwo eine positive Seite. Vielleicht nicht gerade sofort, aber entweder hat man sich in Frage stellen und zugeben, wir haben wirklich nicht alles super gemacht. Und das effektiv, ja, das ist zwar jetzt nicht gut gegangen, aber wir haben etwas daraus gelernt. Oder man glaubt daran und eigentlich, dass man zusammen kann etwas bewirken kann. Und da muss man auch Erfolgserlebnisse haben. Ich glaube, wenn man am Traum festhält, irgendwann muss es ein Erfolgserlebnis geben. Aber ich habe meine Erfahrungen gezeigt, die den Optimismus leben, die kreieren irgendwie mehr Chancen. Es passiert mehr Gutes, wenn man Gutes sieht oder wenn man die positive Seite sieht. Und man kann dann auch Leute mitreissen und man kann viel gemeinsam erreichen. Und ich denke, da bin ich immer noch überzeugt, dass man das kann. Ja. Also am Traum festhalten und sich vor allem nicht vor Rückschlägen zu Boden reissen lassen, sondern wirklich sich überlegen, was hat man daraus gelernt. Das ist das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das sitzt in Genf. Und das ist eine Organisation, die schafft vor allem im internationalen Kriegsrecht. Also das heisst, dass in den Kriegssituationen gibt es gewisse Kategorien von Menschen und auch Gefangene oder Kriegsverletzte, die geschützt sind. Das heisst, die Aufgaben sind vor allem in Kriegsgebieten. Und wir kämpfen dafür, dass die gewissen Bedingungen zum Schutz von der Zivilbevölkerung, von den Kriegsgefangenen und von den Verletzten respektiert werden. Das heisst, man schafft auf einer normativen Ebene, also auch auf dem Recht, auf dem Kriegsrecht. Und gleichzeitig verbessert man auf dem Feld das, was passiert. Also es ist so eine zweifache Rolle, wo mir eigentlich sehr entgegengekommen ist, in meiner Art und Weise, Sachen zu verändern, sofort Konsequenzen abzufangen von etwas, was passiert, also in den Flüchtlingslagern, in den Gefängnissen. Es geht länger, aber der Impact ist natürlich viel grösser. Wenn eine ganze Armee das Recht respektiert, haben nachher Millionen von Leuten ein besseres Leben, wenn keine Zerstörung passiert, die Felder nicht verbrannt werden, wenn die Leute nicht umgebracht werden, die Leute nicht vertrieben werden durch Kriegshandlungen. Das kann einen Impact haben für Millionen von Leuten. Sport kann auch eine Wanderung sein, Frust, der Natur. Kulturellen Anlass ist gut, dann mal ein Festival oder so. Mit Leuten, die nicht im gleichen Umfeld arbeiten, zusammen sein. Damit man auch andere Probleme sieht und andere Perspektiven, ganz, ganz, ganz andere, erlebt. Ich versuche viel mit jungen Leuten zusammen zu sein, um zu schauen, was machen wir überhaupt. Weil all die Leute in den Führungspositionen heute, wir entscheiden oder den Weg vorbereiten für die Leute, die nachher 20, 30 Jahre die Konsequenzen müssen tragen. Und das ist es wichtig, ein bisschen zu wissen, was erwartet man überhaupt von uns.
Ich glaube daran, dass man Sachen verändern kann. Allein, aber meistens zusammen besser. Ich glaube an die gute Seite der Menschen. Immer kann man eigentlich fast bei allen, irgendeinen gemeinsamen Nenner finden, der grosse globale Herausforderungen vorwärts treiben kann. Dass es immer vorwärts geht, dass man die kollektive Intelligenz hat von der Weltbevölkerung, dass man eigentlich die Herausforderungen meistern kann. Schneller Allianzen suchen und versuchen, einen Konsens zu bilden, um als Masse vorwärts zu gehen. Ich bin früher sehr schnell vorwärts gegangen. Und man muss eigentlich die Wege immer an den Zug anhängen, dass es auch der letzte Wagen noch mitfährt. Würde ich früher auch Emotionen einbringen in die Arbeit und nicht nur das Professionelle vorwärts bringen. Also was ich erwarte von der Jugend von heute, sind kritisch, challenging alles, was auf euch zukommt. Bleibt weltoffen, neugierig und arbeitet zusammen.